Beginnen wir mal direkt mit dem Drag-Rennen. Deutsche Hersteller. Weil die ganze Zeit so ein Typ da meint, Begrenzung und sowas. Also keine freie Auswahl. Keine Ahnung, wo ich nehmen soll. Ich habe den Porsche Carrera GT genommen. Okay. Also habe ich jetzt genommen, ne? Also zwinge ich jetzt nicht dazu, du nimmst den. Ab geht's. Oh, da hat der ein Audi A8. Einer. Oh. Ist nicht ohne. Wenn der aufgetuned ist, dann geht der ab wie Sau. Was wird das denn? Ich habe jetzt mal das Gas Spinnst du? durchgedrückt. Wie das auch sei. Er ist die ganze Zeit neben. Tschüss. Aber mich wundert, was mit den Audi los war. Wheelspin! Oh, wieder diese Glücksspiele hier. Oh, stimmt, die kann ich auch mal einen. Ah, mach ich auch nachher. Ich glaube noch ein Dreck. Und dann löse ich glaube ich ein. 30.000 Credits. Glücksspiele können süchtig machen. Wo ist denn die Pappnase abgeblieben? Ich mach gleich mal eine Wheelspins. 50.000 Credits. Oh, er macht schon wieder. Muss ich auch noch mal, ich glaube, ich habe noch 6 Stück oder so. Und ein Hauptkreis, Peugeot 205 T16. Habe ich auch, ist lustig der Wagen. Boah, ab dem sechsten Gang, da zieht er durch. Wer? Der mein Porsche hier. Oh, Dreck. Oldsmobile. Hat es auf Habe ich. einer Karre nur begrenzt oder wie? Ich hab den auch, aber nicht getuned. Ich auch nicht. Oh, ich hab den gar nicht mehr. Verdammt. Au. Hat er damit gemacht? 286 kW nur und 678 Newtonmeter. Auf S2, was hat er da gemacht? Sehen wir gleich. Ja, aber ich habe die Karre auch nicht mehr. Wundert mich, habe ich die verkauft? Habe ich dir geklaut? Hm. Das glaube ich auch. Jetzt haben alle andere Farben. Ich habe meinen eigenen. Ich habe seinen genommen. Ich habe keinen anderen. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen einzubauen, habe ich das Gefühl. Wieso ist meiner schneller als seiner? Ich habe seinen genommen. Da habe ich ihn sogar auf seinen eigenen Wagen geschlagen. Ja, du hast was vergessen Moin. einzubauen. Ja. Ah, der Typ ist sich doch so verarscht vorkommen, ne?
Ja, oder er hat am Start gepennt. Ne, den Start hat er mitgenommen. Ja, der hat da gar nicht so drauf geachtet. Der hat sich wahrscheinlich sich verschaltet. Kann auch sein. Weil der ging auf einmal nach hinten hin. Boah, jetzt wieder fertig gemacht. Hier, wo ist der? Wir müssen anhupen. Ah, da ist er. Anhupen, anhupen. Genau, jetzt gib mal Gas und der jagt dich. Warum jagt er dich? Du hast dir doch gar nichts getan, oder? Ich starte noch einen weg, ne? Ja, einen noch, dann wollte ich die Wheelspins einlösen. Und gucken, dass ich dann den Königsegg One kriege. Modern Supercars. Da sollte ich mir auf die Kacke hauen. Ja gut, der Porsche Carrera GT ist ja auch nicht ohne. Oh, ich habe erstmal meinen Ferrari genommen. Da habe ich zwar jetzt eigentlich für halbwegs Goliath. Aber er zieht ja trotzdem noch gut. Da ist Marmorbremsscheiben drauf. Ich sag raus, als hätte man eine Marmorbremsscheiben. Was meinst, hast du jetzt da rausgenommen? Ich habe jetzt Modern Supercars. Wir können ja gleich ruhig noch machen, auf Lamborghini wieder festlegen. Oder auf Open, also alles. Da kannst du wieder ein Hemi töten. Oh, oh. Ich hab den auch. Oh. Moin, wo willst du hin? Ins Ziel. Ah, okay, ja, ich bin da auch hin. Boah, ist knapp. Wie, hat der andere keinen Bock mehr gehabt oder warum? Der ist zum Festival. So, was gibt's da? Da wo ich eigentlich auch hin wollte. Ah, ich löse jetzt meine Wheelspins ein. Und ich glaube, dann beende ich erstmal. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt geht. Ich muss halt irgendwie gucken, dass ich irgendwie Zeit anzeigen lassen kann. So, löse ich jetzt mal die Wheelspins eben ein. 6 Stück. Mhm. Ich hoffe, ich werde nicht süchtig. Oh ja. BMW in M6 Coupé. Ist der Preis? Oh, gucken, wie der so ist. Ah. Schon wieder ein Auto. Den Dodge Charger RT. Endlich gibt's auch mal Geld. 40.000. Oh, 80.000. Es steigert sich langsam hier mein Geld. Und 90.000. Oh komm, jetzt noch die 100.000, dann passt das wenigstens. Ich könnte ja mal ein paar Autos verkaufen, wa?
Oder was sagt da? Oh, ich habe jetzt ein bisschen Geld. Ja, muss auch gleich wieder auf den Kopf hauen, ne? Ich habe ja nichts. Also was ich haben will, kostet mehr. Was kosten die Flitsche? Ich weiß nicht, was der kostet. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich den Bugatti Veyron Supersport oder den Königsegg One, aber ich glaube eher den Königsegg. Königsegg lohnt sich mehr. Ah, mit dem Bugatti fährt aber auch nicht jeder rum, ne? Naja, weil es ein Bugatti ist. Frisst zu viel Sprit, ne? Ja. Für die Reifen bezahlt sich auch dumm und dämlich. Ja, ich glaube, wird mal mein Ferrari auch nicht wenig sein. Warum fahre ich wieder vor? So. Beende ich jetzt erstmal. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Eventuell. Darauf habe ich gewartet.